Hallo und willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot Edition Randomizer. Letztes Mal haben wir ein neues Pokémon gefangen. Und wir haben Bill getroffen, der ein Pipi war. Und dann kein Pipi mehr war. Wir haben ihm geholfen, aus seinem Körper rauszukommen. Und haben dafür ein Ticket für ein Boot bekommen. Was nett war. Aber das Boot ist in Orania City. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. So. Und hier ist das neue Pokémon. Es ist Velor. Hi, Ray. Velor. Was kannst du denn so? Velor kann vor allem. Es hat erstmal Fähigkeit Adlauge. Verhindert Verlierung der Gesundheit. Oh, sehr gut. Kein Genauigkeitsverlust. Oh mein Gott, ich bin so froh. Und es kann Schnabelheuler und Silberblick. Und Schnabel macht mich sehr froh, denn ich habe endlich ein Flug-Pokémon. Das ist super. Aber das bleibt noch drin, denn ich möchte erstmal Misty besiegen und mich dann ums Leveln kümmern, damit alle auf ein bestimmtes Level kommen. Entweder werde ich das, offline machen oder ich werde einen Schnellverlauf machen, wie ich level. Mal gucken. Kommt drauf an, ob ich das. Kommt drauf an, ob euch das interessiert. Wenn nein, werde ich es offline machen. Wenn ja, werde ich es aufnehmen. Und dann so einen kleinen Schnellverlauf zusammen machen, damit die sehen können, was ich alles gemacht habe. Vielleicht werde ich die Musik drüber legen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wahrscheinlich aber schon. Oh, ein Pool. Wie cool, kann ich auch so rumlaufen? Nein, aber ich... Oh, hey, das ist Misty. Hi, Misty. Bye, Misty. Okay. Azuria Pokémon Arena, Leitung Misty. Bisher Sieger Gary. Och, Gary war hier. Hey, warte, du Champion in Spee. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Das glaubst du. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanz-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon habe ich nicht. Dürften sich auch als nützlich erweisen. Okay, danke. Mister. Hi, Schwimmer. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Yay. Au, mein Arm. Oh, Junge. Eine Hausform von Entrepreneur Konstantin. Entrepreneur? Was ist das nochmal? Parasek. Oh, ein Parasek. Ich habe auch ein Parasek. Oh, ich habe kein Parasek. Ich habe kein Parasek. Ich habe ein Parasek. Ich habe kein Parasek. Ich habe ein Parasek. Ich habe kein Parasek. Staccato? Ja, der Schaden ist traurig. Der Schaden ist sehr traurig. Aber komm, er kann auch nichts, oder? Kratzer. Pff, kein Schaden. Ja, doch, Schaden, doch, Schaden, doch. Hey, sehr gut. Noch ein. Schade. Noch ein. Ja. Noch ein. Oh, viermal. Viermal ist okay. Gibt, ach, nein. Oh, haha, Pech gehabt. Haha, Idiot. Oh. Okay, das war Karma. Das habe ich verdient. Ich bin schon still. Geh drauf hin. Los. Noch ein. Nicht zweimal. Viermal. Fünfmal. Na, okay. Stachelspore ist okay. Paralyse ist nicht so schlimm, wie ich finde, wie Gift. Weil Paralyse geht vor. Trifft nicht immer. Also Paralyse ist für mich eigentlich das einer der schönsten Effekte überhaupt. Weil ich habe das Gefühl, Paralyse trifft recht, recht selten überhaupt richtig zu. Zumindest bei mir. Fünfmal! Oh mein Gott, sehr gut. Fünfmal getroffen? Ey, ich bin stolz auf dich. Die Sache ist, du könntest es besiegen wahrscheinlich alleine. Nein, ich glaube an dich. Du schaffst das. Ich helfe dir kurz mit Heilung. Und dann sehen wir weiter. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Los, Eileen! Er kann nur Kratzer. Das steckst du weg. Nein, nicht Heilung. Angriff. Angriff. Er kann nur Kratzer. Das kriegst du hin. Los, Eileen. Ja, sehr gut. Nochmal viermal oder so. Nicht zweimal. Nicht zweimal. Also zweimal. Ah, doof. Ah, zweimal darf gar nicht passieren. Zweimal ist... Siehst du? Paralyse bringt nichts. Gefühlt. Nicht einmal bin ich ausgefallen dadurch. Ah, komm schon. Ah, es wird knapp, es wird knapp. Schon wieder nicht. Ich bin langsamer, okay. Das war's aber auch. Komm schon. Oh, Ali, du bist
Aline, du bist wunderbar. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Verdient, bitteschön. Nimm sie dir. Nidoqueen. Oh, wow, Nidoqueen. Oh, go, Queen. Mhm. Okay, ich hoffe. You go, Queen. Aha. Yes, Queen. Yes. Nidoqueen von Konstantin. Nidoqueen von Konstantin. Los, Mega-Hieb. Nidoqueen. Auch ein richtig cooles Pokémon. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob die Brustplatten sein mussten in der Farbe, aber okay. Ich meine, hey, warum nicht? Warum nicht, ne? Au. Okay, der Schaden war okay. Ich dachte, der Schaden wäre höher. Sache ist, Doppelkick klingt so brutal, aber der Schaden war okay. Der Schaden war dafür viel, viel besser. Wow, Mädchen. Wow, Tessa. Knockt sie aus. Okay, das, ich meinte mich. Nicht du. Ich will dich ausnocken, nicht andersrum. Okay, gut. Kleines Missverständnis passiert. Komm. 600 XP. 600. Oh, wie ich geschätzt habe. Level 19. Yay. Und besiegt. Konstantin. Das darf nicht wahr sein. Ich springe ins Wasser und gebe dir Geld. Wow. Was für ein Geizkragen. 64? Jesus. Da geben mir die Kinder mehr Geld. Was traurig ist, aber es stimmt. Das macht sich weniger wahr. Komm, kämpfe mit mir. Ja. Wie, du? Ich bin schon zu gut für dich. Missy muss sich nicht mit dir abgeben. Oh mein Gott. Was für eine Heather. Was für eine Heather. Ah, oh, Mädchen, ich hasse dich. Ingenieurin Gwendolin? Du bist was Besseres und heißt Gwendolin? Sorry. Das 18. Jahrhundert angerufen. Sie wollen den Namen zurück. Gwendolin. Das kenne ich, den Namen. Und die gibt's so ein Märchen. Das kenne ich, den Namen. Gwendolin. Gwen, ja. Gwen kenne ich. Gwen ist okay. Aber Gwendolin? Du machst dich lächerlich. Du machst dich lächerlich, Mädchen. Ah, ich mach mich lächerlich. Hm. Hör auf mit deinem Silberblick. Du hast ein süßes Baby in deinem Beutel. Kannst du bitte treffen, mal eine Runde? Kannst du aufhören, meine Verteidigung zu verringern? Bitte, dankeschön. Und du treffest gefälligst. Danke, vergifte die beiden. Wie Mutter, so Tochter oder Sohn. Das war vielleicht was fies. Egal. Los. Bam. Gwendolin. wenn ihr Gwendolin heißt, nicht persönlich nehmen. Der Name ist einzigartig. Der Name ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Der Name ist cool. Er ist halt so cool, weil er einfach nicht wie das jetzige Jahrhundert klingt. Er klingt so retro, so altmodisch. Deswegen. Ist an sich ein cooler Name eigentlich. Ich fand so lustig, dass sie sich so aufgespielt hat und sagte, ey, ich bin viel besser als du. Und dann heißt sie Gwendolin. Den Namen, den man nirgendwo mehr hören würde heutzutage. Nirgendwo. Oh, wow. Das hat mehr Schaden gemacht, als gedacht hätte. Ich dachte, eine Runde wird noch existieren, aber gut. 700. Yo. Hier, fast ein Level. Oh, du hast ein Pokémon, ernsthaft? Ach, Gwendolin. Ich bin überwältigt. Ja, glaube ich. Gib mir Geld. Yes. Gib mir Geld. Money. Misty, wollen wir kämpfen? Misty? Wollen wir kämpfen? Ja. Wollen wir? Hi. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welcher Weise fängst du dein Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Das glaubst du. Das glaubst du, aber was sagt der Randomizer dazu? Ach, schön. Poet Misty, yes! Alle Arena sind Poeten. Smetbo, das ist kein Wasser-Pokémon, sorry Misty. Oh, das ist kein Wasser-Pokémon. Aber klar, nah genug dran. Warum nicht?
klar. Wir tun so. Kriegen wir hin. Ey, kannst du aufhören, meinen Pokémon voller Status weg zu bombardieren? Verwirrt, paralysiert, was noch? Verbrannt. Ach nee, das bist du. Oh! Burn. Ja, nehme ich. Und jetzt? Wasser? Gara, das ist Wasser. Sehr gut. Braves Mädchen. Problem ist, das kennen wir schon. Problem ist, das kennen wir schon. Das Garados. 20? Level 20? 21 vielleicht sogar? Ey, nicht schlecht. Oh, ist er Bedroher. Das ist schlecht. Ist er Bedroher, das ist ganz schlecht. Wie hast du mit einmal Kung-Fu-Strahl? Ne? Ach, du kannst auch Fuchtler, ernsthaft? Oh, du machst Schaden damit. Kung-Fu-Strahl! Wui, 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 wui. Yay, Verwirrung. Wuhu. Wir lieben Verwirrtheit. Ich bin daher den ganzen Tag verwirrt. Wo bin ich hier? Oh, wieder Fuchtler. Oh mein Gott, auf dem Bett. Body Slam. Der Schaden ist geringer als ich dachte. Das ist wie nicht mehr verwirrt. Frechheit. Du musst doch verwirrt sein. Kannst du keine Wasserattacken? Oder so? Weil sonst würde ich mal die ranlassen, aber ich bin nicht sicher, ob die Wasserattacken können. Und ich traue dem Rat nicht, deswegen. Ich glaube schon, dass mit Level 21 Wassersachen kann. Ich gehe davon aus. Mal gucken. Aquaknarre oder sowas? Ne, es kann anscheinend nur Fuchtler. Spannend. Anscheinend kann es wirklich nur Fuchtler. Sehr, sehr interessant. Dankeschön für die Selbstverletzung. Der Schaden war hoch vor allem. Der Schaden war auch hoch. Und es paralysiert. Ah, sehr schön. Die Smappo-Taktik. Oh, natürlich. Ernsthaft jetzt, du hast einen Supertrank. Was für ein Schummler. Ich meine, habe ich auch benutzt. Ja, aber ich darf das. Ich bin Protagonist. Ich darf das. Du nicht. Du bist böse. Und du bleibst auch böse. Es verwirrt. Es greift sich selbst an. Ja, mach dich selbst fertig. Gute Idee. Nochmal. Gleich K.O. Oh, aber paralysiert doch, oder? Ach, Mist, Fuchtler. Solange es kein Crit... Nein! Okay, ich bin schneller als es. Okay, ich dachte gerade schon, es wäre schneller als ich. Nein, ich bin schneller. Ah, besiegt! 1000? Ah, ja. Also Level up. Was? Yay! Das war ein überraschend kurzer Kampf. Spieler besiegt! Poet Misty! Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Pack ihn in meinen Beutel. Da unten ist er. Sally gewinnt 2100 Pokédollar. Nice. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen folgen. Gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch mein Lieblings-TM. Sally erhält TM3. Okay, cool. TM3 ist Aquawelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Cool, dann kann ich jetzt gehen. Ja. Yay! Ich hab gewonnen. Du hast Misty besiegt. Habe ich es nicht gesagt? Glaub mir, wir beide bilden ein sehr gutes Team. Okay, Creep. Ist klar. Komm runter. Bam, 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 bam. Nur die Frage, wo geht's weiter? Ich glaub jawohl, ich muss runter. Oder seitwärts, keine Ahnung. Oder seitwärts, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss unten lang. Aber hier ist ein... Komm ich nicht durch. Ich habe keinen Verschneider. Kann ich Fahrrad kaufen endlich? Hallo? Achso. Ich möchte was kaufen. Habe ich auch kein Geld. Ich bin zu arm dafür. Ja, es kostet euch 1 Million oder so, oder? Ja.
Ja. Eine Million kostet das. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht bussig wird. Mädchen, das ist Verschwendung. Bist du gerade mir den Weg gelaufen? Alter Mann. Ich warne dich. Noch einmal. Ach, du bist das genau. Garten. Wo nichts drin ist. Was für ein dummer Garten. Das ist ein dämlicher, dummer Garten, was ist hier? Nichts drin. Nichts. Nada. Niente. Könnt ihr jetzt rein? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Ihr seid so schwach und dumm. Oh, wow. Das ist eine spannende Einrichtung. Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Schaufler? Okay. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Okay. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Oh. Ah, ich denke, sie sind hier lang gelaufen, ne? Okay. Okay, ich kann kämpfen. Hallo. Hey, bleib draußen. Du hast nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir einfach nicht? Nein, du hast Team Rocket-Klamotten an. Und nennst mich. Und du heißt vor allem Schoolgirl Rüpel. Dir traut doch keiner was so. Volteball! Warum freue ich mich auch darüber? Kann das Ding nicht Finale? Ich glaube, das Ding kann Finale. Ist kein Tackle, aber ich glaube, es kann auch Finale. Oder es kann nur Elektroball, kann auch sein. Ah! Blue Screen! Die Pokémon-Version von Blue Screen. Ah! Der Hilfe. Die Hilfeoption. Oh nein, mein Leben, dass ich gleich wieder kriege. Oh nein. Was für eine dumme Attacke. Die macht nicht Schaden. Null. Gefühlt. Ja, Leben zurück. Mein Egesam macht mehr. Mit Abstand mehr. Aufruhr. Macht auch mehr, oder? Nein. Nicht verwirren. Okay, danke schön. Ernsthaft. Lärmschutz? Das Ding hat nicht mal Ohren. Oh, vielleicht deswegen Lärmschutz. Na gut. Vielleicht, weil es keine Ohren hat. Aber ich habe auch keine Ohren. Was passiert hier? Die Logik. Ey. Ja, okay. Und da war's vorbei. Und Heilung. Gleich habe ich dich. Gleich bist du dran, du Rüpel. Ja, gleich bin ich da. Noch 3 Staccatos. Dann habe ich noch 2. Noch einer. Oh, jetzt habe ich dich, Kumpel. Jetzt habe ich dich. 3-mal wurdest du getroffen. 3-mal, das ist nicht wenig. Aline erhält 375 E-Punkte. Yay. Aline erreicht Level 16. Als nächstes wird Razaf. Oh, Razaf. Nee, danke. Razaf will ich mir nicht antun eigentlich. Raserei, yay. Ich glaube, Giftpuder wäre nicht schlecht gegen den. Oh, er macht so Raserei, okay. Okay, wie wäre es mit einer Attacke, die trifft mal? Nur so als, keine Ahnung, Idee? Nee? Okay, dann nicht. Komm schon, ich will nur noch vergiften. Mach es, bevor du K.O. gehst. Danke! So, dein Teil wird gemacht. Weg hier. Raus hier. Bevor du mir K.O. gehst. Weg. Und zwar zu Tessa?
Tessa. Ja, Tessa. Tessa klingt wie eine gute Idee. Hi, Baby. Kommst genau rechtzeitig. Kannst du gucken, wie ein dummes Rassaf brutal wird. Ohne Grund. Au. Sag ich doch. Hier, hau ich mir den Knochen. In die Nase. Und jetzt K.O. durch Vergiftung. Ja, verdient. Frechheit. Oh, XP. Yay. XP. Level up. Yes, Level 19. Blutsauger. Sehr gut. Spieler besiegt. Schoolgirl Rüpel. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Yay, ich krieg Geld. Ich bin jetzt der Rüpel. Okay, ich gebe dir... Oh. Okay, das ging einfach. Okay, ich gebe die gestohlenen TM zurück. Ernsthaft? Cool. Ich gebe besser. Tschüss. Verschwinde. Oh. Ah, Mann, jo. Komm nicht weiter. Hey, ich hab den TM. Ah, ich hab die TM wieder. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Ich hab doch die TM-Schaufler. Hallo? Ich hab doch den Schaufler. Hallo? Ich will zurückgeben. Leute, ich hab das Ding doch. Oh mein Gott. Warum sind alle Menschen Idioten? Alle. Warum sind alle Idioten hier? Wieso? Naja, alles Idioten halt. Kann man nichts machen. Hey. Mein TM ist weg. Ich hab's doch hier. Es ist für immer weg. Ich hab's hier. Wo ist mein TM? Ey, wem nicht geholfen werden will, den kann man nicht helfen. Na gut, dann kann ich das mal beibringen? Kann jemand von mir schaufeln? Sandan bestimmt, aber ich habe keinen Sandan. Oh, Kugelsaat habe ich auch noch. Stimmt ja. Da war ja was. Schaufler, da. Felsgrab, Wertwechsel. Ich habe ein paar coole Sachen dabei. Aquavelle zum Beispiel. Könnte ich Last Pass dabei bringen eigentlich? Ja. Ich möchte vergessen gerne... Nevermind. Warte, ich kann es anstatt Aquankara, oder? Bringt das was? Ist das stärker als Aquankara? 40, 60, ja ist es. Yay! Jetzt habe ich Aquavelle! Yay! So, Schaufler. Könnt ihr mal von mir lernen? Ja, Tessa könnt ihr lernen? Spannend. Anstatt was? Ist die Frage. Was will ich Tessa für vergessen lassen? Mal gucken. Kopfnuss? Knochenkeule? Ich glaube Knochenkeule sogar fast, oder? Die Sache ist, es verschreckt ihn vielleicht. Es aber auch. Knochenkeule. Die Wahrscheinlichkeit ist aber zu gering, dass es klappt, für mich gefühlt. Deswegen gebe ich hier lieber Schaufler. Ich weiß, Knochenkeule ist so ein bisschen das Typische, was ein Dracosso können muss. Aber es hat so oft schon verfehlt, das ist mir zu riskant. Kann ich da rein? Nein? Okay. Ah! Ich wollte da nicht raus, ich wollte anders lang. Hab ich mich geheilt, ja, oder? Ja, hab ich, okay. Ich will noch gucken, wo ich denn komme. Und dann geht's los hier. Dann gleich bin ich da. Gleich schnapp ich dich. Der schöne Tisch von Ikea. Der hat Stunden gebaut zusammenbauen. Oh, ich bin hier! Oh mein Gott, ich bin hier. Wo bin ich? Hallo? Route 5! Ich bin wieder in Reihenfolge. Okay, warte, werfen einen kleinen Blick darauf, was hier so läuft oder nicht? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, weil das sind eine Menge Wege, die ich laufen müsste. Ich werde mich hier erstmal mit dem Training befassen.
Wie gesagt, ihr könnt mir sagen, ob ihr wollt, dass ich es online mache oder nicht. Ich werde es aufnehmen, sicherheitshalber. Und wenn es dann gewollt ist, werde ich es schnell machen und hochladen. Aber erwartet jetzt keine professionellen Zusammenschnitte. Es ist einfach nur der Kampf sein mit Schnelldurchlauf. Das heißt, so gesehen einfach nur das Video zusammengepresst auf Schnelldurchlauf. Und es werden nur Kämpfe sein gegen wilde Pokémon, deswegen. Ich meine, es kann spannend werden. Es können seltsame Sachen auftauchen, deswegen. Wenn ihr wollt, gebe ich es euch. Ich werde es dann hochladen als Trainingsmontage 1, so gesehen, weil es die erste wäre. Und bis dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann bis dahin werde ich auch versuchen, mein Team zu organisieren, weil ich bin zufrieden teilweise. Nur ich bin nicht ganz zufrieden mit, wie es aussieht. Muss ich sagen. Die Sache ist, die beiden würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Problem ist, ich weiß nicht, was dafür raus soll. Owei ist halt Pflanze. Pflanze Psycho, was cool ist. Feuer, Boden, Feuer, Wasser, Eis, Käfer, Pflanze. Ich weiß nicht, ob zwei Feuer-Pokémon notwendig sind. Aber ich würde mich schlecht fühlen, sie rauszutun, weil es eben Zuschauer-Pokémon sind. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich eins raustun würde, kurz gucken, was sie können. Weiß ich gar nicht, wie ich mich ballen würde. Weiß ich gar nicht. Ich müsste gucken, wie es sich entwickelt. Flammkörper ist cool, weil es bei Berührung verbrennen könnte. Aber Feuerfänger ist cool, weil wenn ich einen Gegner habe, der Feuer benutzt, werde ich selbst stärker. Was nicht viel bringt, weil ich halt selbst auch Feuer nutze, deswegen. Wie gesagt, ich müsste gucken. Von den Werten her sind sie sich recht ähnlich, würde ich sagen. Gefühlt. Nein, nicht wirklich eigentlich. Das ist auf jeden Fall sehr viel schneller. Dafür, dass der für mehr Angriff ist auch schneller. Ich muss gucken. Ich werde gucken. Wenn ich eins von beiden rausnehme, nicht persönlich nehmen. Deswegen, ich will nur vorwarnen, falls eins aus meinem Team verschwindet, nicht persönlich nehmen. Es wird nicht verschwinden. Es wird weiter gelevelt. Und ich werde es auch wahrscheinlich. Ich werde es auch machen, dass ich die zwischendurch mal austausche. Also das für das und das für das, weil eben beides Feuer-Pokémon sind, deswegen. Am Ende werde ich versuchen, sie beide mit reinzunehmen. Im Arena, im Endkampf gegen die Pokémon-Liga. Weil sie eben Zuschauer-Pokémon sind. Und wahrscheinlich wird es dazu laufen, dass ich die miteinander austauschen werde zwischendurch. Deswegen werde ich beide gleich hochlevelig halten. Ich werde sie auf beide leveln. Aber einfach, weil ich nicht zwei Plätze mit Feuer-Pokémon besetzen möchte, sondern ein bisschen mehr Variation haben möchte. Daher. Nur als Vorwarnung, ich werde sie auf jeden Fall wieder austauschen zwischendurch. Deswegen werdet ihr beide Hunde wieder mal sehen. So. Und dann wird wahrscheinlich erstmal Habitat reinkommen, weil ich meinen Weather leveln möchte und weil ich einfach das, warte. Kann ich schon machen eigentlich? Nein, nicht entlassen. Nein, nach aus. Absetzen. Danke, ich will kurz das machen eigentlich. Ich will gerade auf. Ja. So, schon mal das machen. So, ja, damit wird's laufen. Und wie es läuft, müssen wir gucken. Das nur als Vorwarnung. Ein erfolgreicher Part, neuer Orden, cool. Und wir haben den weiteren Weg gefunden, wie wir weiterkommen. Wir werden sehen. Danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Pokémon Feuerrot Edition Randomizer. Tschüss.